Was ist das schlimmste Schimpfwort, das du einem spirituellen Menschen an den Kopf schmeißen kannst? Wie unbewusst bist du bloß, sowas? Ist vielleicht echt schmerzvoll, oder? Wie jemand spirituell ist. Aber was, glaube ich, so richtig reinhaut, ist, wenn man sagt, boah, hast du ein großes Ego. Du bist ja nur im Ego. So, bitte jetzt nicht erschrecken, du weißt ja, ich bin jemand, der spirituell ist, ich bilde spirituelle Coaches aus, aber ich sage dir, geh rein in dein Ego. Und falls du merkst, dass du irgendwie versuchst, dein Ego zu vermeiden oder zu unterdrücken, dann müssen bei dir alle Alarmglocken läuten. Eins dürfen wir nicht vergessen, wir können nie schlauer, klüger oder schneller sein als unser Ego. Und ich habe ganz oft erlebt, dass Menschen die ganze Zeit so bei anderen Ego riechen und sehen und sagen, ach, der macht es nur aus dem Ego, sie macht es nur aus dem Ego, sie hat das Tattoo nur auf ihren Arm machen lassen, nur wegen ihrem Ego. Dass das meistens genau die Leute sind, die vor ihrem Ego Angst haben und die von ihrem Ego beherrscht werden. Ich weiß, das müssen wir vielleicht jetzt erstmal sacken lassen und ich bin in dieser Podcast-Folge vielleicht auch etwas anders drauf wie sonst, weil mir ist es so wichtig, das auf den Punkt zu bringen und ich habe schon so oft erlebt, dass spirituelle Menschen andere verurteilt haben, weil sie irgendwo ein Ego gerochen haben oder das Gefühl hatten, oh, da ist das böse, böse Ego im Spiel. Ich glaube, unser Ego ist alles andere als böse. Das gefährlichste Ego ist das Ego, das nicht beschäftigt wird. Ein unbeschäftigtes Ego ist ein gefährliches Ego. Was meine ich damit? Viele Menschen sind sich des Egos gar nicht wirklich bewusst und sie sind auch gar nicht so sehr darauf aus, jetzt gegen ihr Ego zu handeln oder sie haben auch gar keinen Widerstand gegenüber dem Ego. Ich bin der Meinung, dass das meistens auch Menschen sind, die vom Ego nicht beherrscht werden. Aber es sieht ganz anders aus bei den Menschen, die ganze Zeit darauf aus sind, dieses Ego irgendwie hinter sich zu lassen. Das heißt, die ganze Zeit irgendwie auch versucht sind, das Ego zu unterdrücken. Wir beide, wir wissen, das, was wir unterdrücken wollen, das, was wir vermeiden wollen, wird immer stärker. Und falls du zu deinem Ego sagst, du, Ego, raus mit dir, was wird das Ego machen? Es wird durch die Hintertür wieder reinkommen und ohne, dass du es merkst, deine Motive sabotieren und auch manipulieren. Ich möchte ein Beispiel geben, das vielleicht dir auch hilft, im Leben bewusster mit dem Ego umzugehen. Stell dir vor, du hast ein wundervolles Theaterstück geschrieben. In diesem Theaterstück steckt wirklich deine Message, deine Herzensbotschaft drin. Und du möchtest diese Botschaft mit der Welt teilen. Dafür brauchst du natürlich erstmal Akteure, du brauchst verschiedene Rollen, du brauchst ein Skript, du brauchst eine Bühne, du brauchst Bühnenlicht, du brauchst ein ganzes Skript und du brauchst Künstlergarderobe und so weiter. Das heißt, du brauchst diese Tools, du brauchst dieses Equipment, um überhaupt diese Herzensbotschaft nach außen zu bringen. Und je besser deine Tools sind, umso besser wird deine Botschaft auch ankommen, oder? Umso mehr Menschen wirst du auch erreichen. So, und jetzt kommt der wichtige Punkt. Viele Menschen verwechseln irgendwann die Message mit den Tools und sie denken, dass es nur um die Darstellung der Tools geht, aber nicht um die Herzensbotschaft. Das heißt, sie denken, dass es nur um ihr Ego geht, um die Tools des Egos, um die Werkzeuge des Egos und sie vergessen die Herzensbotschaft. Ich glaube, das ist genau der Punkt, wo dann das Ego einen selbst dominiert und auch beherrscht und nicht andersherum. So wären wir spirituell gesehen intelligent, dann würden wir diese Tools des Egos nutzen, um unsere Herzensbotschaft noch stärker nach außen zu tragen. Und dazu zählt auch dein Aussehen, dazu zählt deine Präsentation, dazu zählt auch all das, was du in die Welt rausgibst, wie qualitativ hochwertig das ist, wie professionell das ist.
Und all das kann dann dazu beitragen, dass deine Herzensbotschaft noch besser nach außen geht. Deine Identität, deine Persönlichkeit, dein Charakter, wie du dich in Szene setzt, wie du deine Stimme nutzt, wie du deinen Körper nutzt, all das sind Tools des Egos. Aber wenn wir die nicht bewusst nutzen, dann wird das Ego immer einen Weg finden, uns zu benutzen, denn das Ego will immer beschäftigt werden. Und wir müssen darauf achten, dass wir das Ego so beschäftigen, dass es unsere Herzensbotschaft nährt und nicht andersherum. Ein unbeschäftigtes Ego ist ein gefährliches Ego. Also sorg dafür, dass dein Ego beschäftigt bleibt. Gib ihm eine Mission, die aus deinem Herzen herauskommt. Und du wirst nie den Gedanken haben, das Ego unterdrücken zu wollen, weil das wäre einfach nur dumm. Denn du würdest so viel von deiner Kraft auf der Straße liegen lassen. Und durch diesen Widerstand gegenüber dem Ego wirst du dann auch beginnen, überall bei anderen Menschen das Ego zu sehen und diese anderen Menschen auch zu verurteilen. Das heißt, da passiert dann auch wieder eine Trennung, was alles andere als spirituell ist. Und das ist genau der Punkt, wo wir in die Selbstreflexion gehen müssen und uns die Frage stellen müssen, tue ich die Dinge, weil mein Ego es mir kommandiert oder tue ich die Dinge, weil ich es einfach tun möchte und nutze die Tools meines Egos, um meine Persönlichkeit, meinen Charakter, mein Leuchten, mein Sein zu verstärken. Ich glaube, das ist die wichtigste Frage, die wir uns stellen dürfen. So, ich hoffe, dass diese Podcast-Folge dir ein bisschen geholfen hat, dieses Wirrwarr um das Thema Ego aufzulösen. Falls ja, dann freut es mich. Falls nein, hoffe ich dennoch, dass du ein bisschen Spaß hattest. Bis bald, ihr Lieben. Ciao.